Warte mal. Was hast du denn für eine Idee? Nee, schade, das funktioniert nicht. Hallöche! Hallöche! Servus! Wir sind auf einem Surfer! Auf einem Silbersurfer! Oh. Nicht schlecht. Und ich nehme an, ich muss erst einmal bei der Versicherung anrufen und mein Auto zurückverlangen. Ich erinnere mich, beim letzten Mal hat das jemand wieder kaputt geschossen. Ja, das musst du aber nicht mehr, glaube ich. Also du kannst auch zerstörte Autos inzwischen direkt rufen. Echt? Die werden wieder repariert. Das ging bei mir letztens, da stand zerstört und trotzdem kam. Oh. Da war es auch nur ein Bug. An organization have activated ghost organization. MMI. We steht bei mir gar nicht. Bei mir steht Geisterorganisation wurde von einer Organisation aktiviert. Richtig. Oh. Bei mir auch. Nein, dieser typischen Organisation, die keinen Namen haben. Die Organisation namens Organisation. So, was machen wir heute Schönes? Rückwärts fahren. Rückwärts fahren. Jetzt rückwärts gerade? Ja. 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 Wieso? Soll man den Leo noch fragen, ob er mitspielen will? Sollen wir Leo noch fragen, ob er mitspielen will? Sollen wir Leo noch fragen, ob er mitspielen will? Warum fahren die rückwärts? Und warum? Und zu welchem Zweck? Genau, das wird der nächste Mal. Weil das eine Challenge ist. Krieg ich nicht angezeigt, dass hier gerade eine Challenge läuft. Bist du auf einem anderen Server als wir alle? Bin ich nicht. Bist du in einem Gebäude drin? Nee. Weil ich hab's im Bunker auch nicht angezeigt bekommen, als ich raus war. Doch, du bist in einer. Noch zwei Minuten. Also bei mir werden Vordenkerwürge, Drummonews. Ja, ich hab euch eben angezeigt bekommen. Okay. Ah, jetzt hat er's. Jetzt hat er's. Registriert, ja. Oh, weißt du. Voll Idiot. Fällt mir voll vor die Nase. Die Hände gerade so über Pipi drüber. Nein, sag mal, was ist denn hier auf den Straßen los? Wie fahren die denn? So wie ich. Das war so mies, Alter. Ich war, was war das? Wie viele Kilometer? Drei? Vier? Dreieinhalb Kilometer geflogen ohne freier Fall. Atma kommt hinter mir auf, 10 Meter mehr. Alles nein. Ja, aber er hat ja alles Geld gekriegt, von daher. Oh, ey, mit diesem Auto kannst du nicht rückwärts. Ich hasse diese Autos, die nachher bei jeder kleinsten Bewegung. Wenn du nur das Lenkrad anstupst, sofort eine 180-Grad-Drehung machen. Ja, ich bin auch ganz, ganz vorsichtig mit dem Steuerknüppel gerade. Was klappt? Fast 4 Kilometer. Dann höre ich auf, weil dann fliegt der eigentlich eh nicht mehr. Ja. So. Ja, über mich fliegt gerade ein gegnerischer Spieler mit dem Hubschrauber. Ich glaube, ich mache nicht mehr viele Kilometer. Ja, der Team ist ja ein bisschen ehrenlos und fällt einfach im Flughafen. Ja, klar. Was du machen kannst. Da ist ein Flughafen im Kreis. Ich hab die Challenge ja mal mit einem LKW gemacht. Ich kam zwar nicht sehr schnell voran, aber der ist sowas von sauber in der Fahrbahn. Den kriegst also du nicht gedreht. Also der Jeep hier auch. Ja, ich... Fährt auf dem Flughafen? Ich hab das alles auf der Straße gemacht. Ich hab jetzt eine Familienkutsche. Ich bin eben am Strand gefahren. Oh, nee, kannst du vergessen. Kannst du vergessen. Wolltest du nicht bei 4 Kilometer auf mit Timo? Ja, nee, anscheinend doch nicht. Dafür, das war halt scheiße, die Challenge lief schon, ich war mitten in der Stadt und mitten in der Stadt kannst du das komplett haken. Hä, warum? Ah ja. Hier ist ein Verkehr gerade bei mir. Die fahren wie die Bekloppten, du kannst nicht unfallfrei rückwärts fahren, weil dir ständig jemand vor die Nase düst. Und wenn du den versuchst auszuweichen, fährst du auf der Mittelinsel, nimmst du ein Schild mit. Ah ja gut, du bist da oben in dem, da bei den kleinen Straßen. Ja. Oh, Kleine, hättest du noch schnell den CEO aktiviert? Das ist jetzt alles deins. Wir machen ja andere Mission, deswegen habe ich nicht aktiviert. Achso. Können ja eh nicht alle rein. Richtig. Ja. Der Timo wäre zu konzentriert gewesen also und rückwärts fahren. Wenn du solo noch Geld machen willst die Woche, oder wenn du Zeit hast zu Hause, mach diesen Autotransport. Du hast doch auch ein Büro, ne? Hast du mal gesagt? Ja, ich mache mit dem Autotransport schon die ganze Zeit Sachen. Ja, weil da machst du so viel Kohle. Da machst du ja pro Autoteils 200.000. Echt so viel? Ich hab nur noch 100.000 maximal bekommen. Nee, ich hab schon mehr gekriegt. Du musst, sammel die ganzen Mittelklassewagen und verkauf die nicht. Weil wenn du Mittelklassewagen alle hast, die es gibt, sammelst du automatisch nur noch Oberklassewagen. Dann lässt die Mittelklassewagen die ganze Zeit in der Garage stehen und nimmst nur die Oberklassewagen und verkaufst die ganze Zeit. Ja genau, aber ich kann ja immer nur, wenn ich nur einen verkaufe, 100.000 machen, oder? Die teuren Kosten sind 80.000 wert. Ohne Aufbesserung. Und mit Aufbesserung dann 100.000. Okay, nee, ich habe 100.000 selber nur gemacht bei jedem, die Oberklasse waren. Es gibt welche, die 50.000 wert Oberklasse und es gibt seltene, die sind 80.000 wert.
Genau, das ist die Oberklasse. Die waren 80.000 wert ohne Aufbesserung und dann 100.000 mit. Also bisher habe ich noch 100.000 bei Oberklasse. Ah, momentan gehabt. Ist ein zweifach RP-Bonus ja, drauf, genau. Deswegen. Wie lange? Ja. Das ist ein Bonus. Momentan das brauchen wir, glaube ich, oder? Ja, bis heute, glaube ich. Ne, bis oder bis zum neuen Wartesten sogar, bis zum Release von dem. Weiß ich gar nicht. Wer weiß das schon? Also machen wir so Minigame-Krampus? Ja. Ja, Mann. Wer ist das? Wer ist das? Hallo? Kuckuck! Fahr mir nicht in mein Auto rein. Hey, warum bist du mich angezeigt? Ah, jetzt. Komisch. Nettes Ding. Ne, war auch teuer. Oh, was hat das gekostet? Mit allem drum und dran, allem Schnickschnack und Erweiterung und Unterbodenbeleuchtung. Locker eine Million. Oh, eine Million? Da habe ich mir gestern auch was geholt. Nur mal. Das hat mir eben eine geschossen mit einer Granate. Oh, ich sollte mal Bargeld einzahlen. Ich hab 50.000. Ja, ich wollte eben Bargeld einzahlen, aber das in der Challenge ging aufs Konto. Da wurde mir traurigerweise gleich, ich hab zu wenig zum Einzahlen. Ich hab genau 10 Dollar. Und die sind, weil der Atma gestern gestorben ist und ich 10 Dollar gekriegt habe an seiner Leiche. Juhu. Was machen wir jetzt? Können wir Job? Ja. Wir können wieder hier das vergessen vom letzten Mal. Wer macht das? Mit den Zahlen. Wir haben auf jeden Fall extrem viele friedliche Leute hier auf dem Server. Ja. Das ist lustig, du fährst auf die zu und die geben Gas und springen irgendwo von der Brücke. Aber habe ich in letzter Zeit jetzt öfter gehabt. Greifen dich nicht an, sondern den Preis aus. Das ist dass süß. Sie nicht einfach so angegriffen haben. Das finde ich schön. Abmann und ich hatten ja heute nach dem perfekten Server. Ja, ein Privatserver. Erst nur zwei Leute, also nur irgendwie zwei drauf, was ist? Er schläft ein. Bei der Mission. Wäre mir wahrscheinlich auch passiert. War gestern auch irgendwie ein Sacken müde. Ich denke, was ist denn jetzt los? Atma. Ja. Minute später, ich glaube, ich bin ein, zweimal eingenickt. Es war schon fast 2 Uhr. Ich wollte gestern auch nur mal eben noch ein Video gucken. Bin aber auch permanent eingepennt. Henny, du hast doch selbst gesagt, dass du irgendwann noch deine Playstation angemacht hast vorher, am Tag vorher und dann... Ja. Also ich hab den Fernseher angemacht und wollte die Playstation noch anmachen und in diesem Schritt bin ich eingeschlafen. Also Fernseher war an, Playstation nicht. Ich wollte gestern nur kurz was trinken gehen, dann war es schon wieder 4 Uhr. Ist das um 3 los, ne? Nee, das ist, ich mach mich los um 6. Dann warst du erst 24 Stunden unterwegs. So, jetzt verfolgt mich der Atmen nicht mehr. Ja. Korrekt. Nachdem ich so elegant von der Brücke gesprungen war. Und nachdem jemand Atma getötet hat. Oh. Was? Will der Atma töten? Ja. Ist das jetzt die Challenge? Hat Tramonymus erledigt. Tramonymus hat das Spiel verlassen. Was? Ja. Jetzt schon. Steht da. Oh. Inaktivität. Wegen Inaktivität! Wieso? Moment. Steht er wieder nur rum? Klemmst du nicht normalerweise deinen Stick fest? Den Stick? Den hat er ja, damit, immer noch drin, ja. Damit du immer schön im Kreis läufst. Ja, aber Mati, das war wohl nichts, ne? Wieso? Ich parke perfekt hier auf den. Ich glaube, ich gehe jetzt Timos Yacht entern. Wenn ich ein Boot finde. Ja, X. Thanks. Ja, der hat mich, da kam gerade einer vorbei und hat mich von der Betonmauer runtergeschubst. Bei mir steht gerade alles. Ich kann kein Fahrzeug betreten. Bei mir das steht alles. Kann man falsch hier sehen, ja. Der Atma ist so glücklich, ein so glücklicher Bastard. Wie kann ich euch jetzt joinen? Warum kann ich euch nicht joinen? Nein. Ach, join Friends. Muss man machen. Bim. Wann kommt die Einladung fürs Overture? Von dem Flugzeug, wo du jetzt drin bist, meine stehen hier einfach 4 Stück. Da hinten auch nochmal 3. Das Hessen ist, glaube ich, voll, oder kann das sein? Warum sowas Hessen? Ja, ihr könnt ja einfach das Ding erstellen und mich da einladen. Geht ja auch, ne? Ja, hier stehen echt gerade ein paar rum. Wir können ja auch zu 5 dieses Welt-Survival-Ding machen. Wir sind ja, wir sind gleich zu 6. Ah,
Ja, dann kriegt man nämlich ordentlich Kohle mit. Ja, genau, je mehr wir sind, desto mehr Kohle. Genau, kommt, kommt der Leo gleich, oder was? Ja, der Leo. Oh, der ist der Leo. Leo. Der Leo. Nein, der war jetzt hier over Camp. Oh Gott, ist Kerb, Bosch. Nee, eigentlich nicht. Was? Der war auf dem Camp. So, ich hab auch Kerb verstanden. Der Leo. Ist das eine Nacht-Elf-Iro-Käse? Nee, vielleicht ist es auch der andere Leo. Es gibt nämlich zwei Leos. Ja, Pippin, hast du wohl keinen Einlass, ne? Aber die waren trotzdem beide auf dem Camp. Ja, das ist der, ja, genau, der andere. Eben. Ich enter gerade die MS ab. Scheiße. Gut zu wissen, dass das nicht dein Chat war, Timo. Ja. Wo bist du? Wo bist du, Timo? Ich hätte nämlich sonst jetzt eine Nachricht gekriegt. Wieso? Weil ich gerade geschrottet habe. Hä? Da komme ich nicht auf deine Yacht drauf. Weil du nicht mit mir verbunden bist gerade. Bist doch ein Freund und Kamerad. Ich wollte gerade sagen, ach, ist das schön, weil wir jetzt gerade August haben, gibt's hier sogar Sternschnuppen. Und dann explodierte was. Okay, es war eine Rakete. Laut hat ein Motorboot. Wir könnten ein Power-Match spielen, das klingt lustig. Alle mit so Juggernaut-Anzügen. Wie bescheiden? Ja, oder wir spielen irgendeinen Gegner-Modus, der doppelte RP und Geld kriegt, Timo ja. Geld farmen will. Weißt du zufällig jemand, welcher es ist? Ich muss kurz den Pre killen. Okay, ich guck halt mal. You cannot kill me. Ja, ich sehe. Can't kill this. Can't kill this. Stehst du? Stilfahrzeuglieferungen, die anderen Organisationen gehören. Ach, lass doch die Leute mal in Ruhe. Mehr Timo. Timo? Keine Angst, schieß nicht ab. Ich so, bin ständig mit deinem Radar drin. Ja, nee, ich hab nur die Dings dran. Ja. Pipin, atme, du bist. Ach komm, du bist alle dös. Was bin ich? Ich bin dös. Oh. Gut, durch wen? Oder was? Ach, da ist der Timo. Wo bin ich? Zeig dich, stell dich am Glas, Timo. Knapp war. Wieso macht der Lenkraketenwerfer keine richtige Lenkrakete? Weil das nicht geht hier bei dem Schirr, was ich hab. Ich hab einen Tarnkappenflieger gerade. Warte mal kurz, muss erst die Bullen erledigen. Ja, ich warte jetzt nicht zu gehen, weil die Bullen erledigen müssen. Schön, dass du es denkst. Was machen wir denn jetzt? Achso, wir warten auf Leo. Warten das auf war's. Leo. Ach ja, wir warten auf Christkind. Das Spiel hat das schon gestartet. Ach, hallo, einen wunderschönen guten Abend, der Herr. Leo. Guten Abend, die Herren. Hallo, Leo. Hi, hallo. Leo. Hi, Kevin. Kann das mal bitte jemand Einladung senden? Ja, ich will dich erst mal killen. Das ist Leo noch gar nicht bereit, ja? Ist mir doch egal. Yes! Sorry, Leo, ich bin gerade im Krieg mit Timo, da geht. Ja, das war wow. Ich hab nur war für die geringe Navigierfähigkeit. Navigität. Manövrierfähigkeit, wollte ich sagen. Dieses Jets gar nicht so schlecht. Zack. Ja, bisschen hart aufgesetzt. Gerade noch gehalten. Ich bin jetzt gestorben. Okay, ich hab's geschafft. Ich kann nicht loslegen. Was? Du hast es geschafft, das war die Elite eigentlich. Ja, selbst war entschuldigt. Ich bin die auf dich jetzt. Ich war das nicht. Ja, was denn? Die kamen da auf einmal ins Treppenhaus, da war ich halt auf einmal, ja klar. Überraschung. Hi. Atme. Hi. Entschuldigung, Martin. Hui. Boah, ey, wir können so eine Stuntflugshow machen hier oben. Mhm. Aber gut drauf.
Wow, das ist ein Spiel, in dem die Spieler tatsächlich die Treppenstufen beachten. Hä? Ja. Die Spielfigur. Normalerweise in Spielen. Nee, das ist bei Treppen und Leitern haben die das ja schon ziemlich präzise gemacht. Das ist sehr geil. Aber wenn du so kurz auf einer Stufe stehen bleibst, macht er das auch? Ich warte dann mal auf die Einladung. Welcher Gegnermodus es ist? Generell, glaube ich. Generell, es ist der Generell-Modus. Nee, generell Gegner-Modi. Oh, kommt das geht, ja. Was erwartest du? Aber ich habe heute schon mal gespielt, von daher waren die. Oh, der hat geübt. Oh? Zählt nicht, sorry. Der kann auch falsch springen, der hat bestimmt die 5 geschafft. Ich muss immer aufpassen. Ja, jetzt habe ich ihn nicht mehr hochgekriegt. Das war's. Oh. Das ist auch mit dem, also mit einem Sportflieger ist es, glaube ich, machbar, weil mit so einem Jet in Heli zu treffen, dafür ist er zu träge. Ja, klar. Aber dafür war es ein paar Mal echt nah. Irgendwas ballert jetzt hier wieder. Ich bin das, war Pippin. Nee, der Andreas. Aha. Irgendwas. Ach, schau mal raus, den Andreas. Wo ist denn der Andreas? Vorne. Oh, ich bin wieder gleich. Ja, oh, ja, die ganze Zeit war es ruhig und jetzt. Jetzt kommt der Leo. Andreas Cabanossi. Ah. In welche Sitzung bist du? Denn in derselben, wie du bist. Und was eigentlich dann? Ah, dann anderen. Bist du da, wo wir alle sind. Das. Nee, ist ja nicht, weil ich bin in einer anderen Sitzung. Ach so, du bist ja rausgegangen. Ah, du bist ja geflogen. Du bist ja einfach gegangen, du hast rausgegangen ja worden. Ja. Ah, also okay. Aber ich bin auch in der richtigen, oder wie? Aua. Wie denn jetzt? Nee, wir machen denn jetzt? Ja eh jetzt hier, wenn jetzt mal eine Einladung schickt. Was denn? Ich weiß doch gar nicht, was mache ich denn jetzt? Ja, hat mich doch geeinigt. Ich habe immer noch nicht verstanden, also was ihr von mir wollt. Also, genau. Ich auf Jobs. Genau, okay. Sucht euch doch endlich mal einen Job jetzt. Ich bring derweil jemanden auf die Motorhaube und dann weiter. Gut, das war nicht. Also ich habe ja ein Sandrennen-Einladung, mehr habe ich nicht. Ja, vom Martin, der hat mir gerade auch so ein Sandrenn-Dings da eingeliefert, Gedingske. Grammatik Deutsch kaputt heute. Warte mal, wo sind diese. Wo sind diese Dart-Dinger, die wir hatten? Timo fliegt doch nicht weg. Doch, ich bin fast tot. Also mein Ding ist fast kaputt, meine ich. Ja, das hat sich der. So wie du da lang rast, wundert mich das nicht. Oh, wie er vor. Achso, mit Heli und Gepäck. Ah, da ist er ja. So. Wer so Freunde einladen. Ja, lad mal ein. Lad mal ein. Du wolltest Freunde einladen. Dann lad doch ein. Deswegen kriegen wir das nicht. So. Oh. Ach, jetzt seid ihr. Oh, die nehmen aber auch immer alles so bitter persönlich gleich. Nur weil ich hier mal einen Zaun wegsprengen. Geh gleich die Bullerei auf mich los. Ja, ich hatte gerade das ähnliche Problem. Ich wollte auf den Flughafen als Flugzeugeigentümer völlig legitim, aber das Tor war nicht offen. Ich muss mindestens 600 verdienen jetzt, weil ich habe gerade 600 bezahlt, mein Fahndungslevel loszuwerden. Also so geht's ja nicht. Wir spielen Juggernaut. Das habe ich noch gar nicht gespielt. Juggernaut heißt das, nicht Juggernaut. Das ist mir doch kackegal, wie das heißt. Das heißt Juggernaut. Das ist wie Astronaut. Achso. Ah, danke. So. Guck, der Henne weiß, wie man Sachen ausspricht. Was hast du für ein Fahndungslevel, dass du 600 gezahlt hast? Meine hat nur 200 gekostet. Drei Sterne. Ja. Achso, ja, du bist auch wieder asozial und erhitzt. Ach, der also. Leo. Ach, der Leo. Ach Gott. Ah, was für ein Leo bist du denn? Ein normaler Leo? Ein Pistol-Leo? Ein Voll-Leo. Was wäre, hätte ich einen Leo? Leo heißt du doch bei Steam. Ja. Ja,